Moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Heidelberg, um dort die Gruppe zu laden und bei den ersten Vorbereitungen dabei zu sein. Heute habt ihr also den ersten Backstage-Bericht, wie die Trommeln gespannt werden und wie die dann hinterher in den Hänger verladen werden. Viel Spaß beim Zuschauen und Abo dalassen nicht vergessen. Danke, tschüss. So, hier wird jetzt gerade eine Vorrichtung gebaut, um nachher die Felle auf die Trommel zu spannen. Da wird dann ganz profan mit Wagenhuben gearbeitet. Dann werden die Platte nach oben gedrückt und das Fell wird dann gespannt. Und wenn man hier kommt, dann ist das so, dass die Menschen わかんない。まずじゃあこうしましょう。ここまで行ったら大人の人はこれでこうやって抜く。でこうやって。あ、うわあ。すいません。いや、そんな大きい声だった。Hier kann man jetzt auch gut sehen, dass die aus einem Stück ist. Also wurde im Grunde der Baumstamm ausgehöhlt von ihm. So, jetzt kommt das Fell wieder rauf. Und hier werden jetzt Seile eingezogen. Die werden unten verspannt und dann wird mit dem Wagenheber wird alles nach oben gedrückt und dann werden die wieder neu vernagelt. Und dann ist das Trommelfell gespannt. Jetzt wird das Fell gespannt und natürlich dann auch immer mal gleichzeitig gestimmt. Okay. So, Uwe, kannst du mir mal erzählen, was denn so eine Trommel im Endeffekt kostet? Was ich gehört habe, so um die 7.000 bis 8.000 Euro umgerechnet. Die kleinen? Naja, die ist ja nicht so klein. Ja, ja. Ja, die normalen halt. Ne? Und aus welchem Baumstamm werden die gefertigt? Der heißt Keyaki-Baum. Wie? Keyaki-Baum. Ja, leider, ja. Ist das hier mit der Ladesituation so, dass wir den Anhänger abnehmen müssen und jetzt zur Ladestelle schieben müssen. Aber ich habe lauter fähige Leute dabei, die das sehr gut machen. Paul, Stückchen rum. Gut, 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 reicht schon, reicht schon, reicht schon. Vorsicht, da ist Latte, also hier. Vorsicht, Vorsicht, hier ist Latte. Oh. So, Paul, rum, 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 rum! Jawohl! Du bist auch ein Witzbold, da hängt er mit der Kamera und kommt er gerne Leute rum. Ist ja eigentlich deine Aufgabe, aber du machst es ja nicht. Am besten drehen, nee. Doch, oder? Weil wir den wieder rückwärts rausschieben. Nee. Vorwärts rausschieben. Ja, damit ich den gleich anhängen kann. Okay? Dann die Bremse anziehen, Paul. Ja. Sehr gut. So, ist offen. Wenn aber da jemand drauf will, hat er Pech, ja. So, jetzt kommt hier das erste Gestell für die Odaiko. Die Odaiko ist eine ganz große Trommel. Die kommt dann wahrscheinlich auch gleich her. Ich kenne mal.
それでやってやったら。はい、でここにお題。そう、いけるいける。じゃあその作戦で。あと、傷つけないのもお題かまじょうじゃね。Jetzt wird natürlich erst ein bisschen rumexperimentiert, dass alles reinpasst. Aber eigentlich haben die da schon einen richtig guten Plan. So, jetzt kommen sie hier mit der Odaiko um die Ecke. Könnt ihr gleich mal sehen, was das denn für ein Riesending ist. Also die hat einen Durchmesser von Minimum 1,50. Immer wenn die harte Arbeit schon begonnen hat oder fast beendet ist, dann kommen da zwei an. Du lässt die armen kleinen Frauen arbeiten und filmst sie dabei, ja? Ja. Remember.